da unten an der Bande gestanden und hatten so eine Art Heimwerker-Report dort unten. Aber auch da hat sich bewiesen, einmal mehr die alte Journalistenweisheit, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich in der Münchner Olympiahalle. Die, die mich kennen, werden möglicherweise ein wenig staunen mit der Kopfbedeckung. Biologisch bin ich zwar 35, aber kalendarisch fühle ich mich wie 25. Da liege ich ein Jahr über den Schnitt. Das ist ja furchtbar. Das funktioniert deswegen nicht, weil es ja in der Hose sowieso immer warm ist, auch wenn man in kalter Umgebung arbeitet. Das ist ja furchtbar. Jeder, der wo das jetzt vom Bildschirm gesehen hat, der sieht, dass der Reil einfach so wenig Hirn hat wie ein Kaffeetasse. Ja, die Zündschnur glimmt, aber die Bombe ist noch nicht geplatzt. Sie möchten gerne Präsident der USA werden. Wann dürfen wir denn damit rechnen? Jetzt wollte ich was ganz anderes fragen, jetzt ist es nicht mehr eingefallen. Das ist ja furchtbar. Jerzy Koch, da ist noch einer von den nur 4 Verteidigern ausgefallen. Wie sieht die Umstellung aus? Jerzy Koch da. Ja, ich verstehe ihn so schlecht, er spricht so deutlich. Kann das ein bisschen Sicherheit gekostet haben, ein bisschen die sonst spielerisch gewohnte Linie? Ich habe nichts verstanden, nochmal. Bei mir ist der Torwart der Eisbären, André Ditsch. André, Sie haben 10 Tore, Sie haben 9 Tore kassiert, Sie konnten das 10. verhindern. 8. Jetzt haben wir noch gehört, dass Sie Ihre beiden Wellensittiche, Max und Moritz, daheim geblieben sind. Haben die zugeschaut? Wollen Sie sie noch grüßen? Ja. Schöne Grüße zu meinem Totteil Lesser. Oh, natürlich, klar. Von der Bande ein ganz kurzes Interview mit Didi Hegen. Nein, Hegen nicht. Ich heiße Akahori. Ich wohne in Düsseldorf. Komme aus Japan. 2 Jahre ich wohne. Aber ich bin groß Fan für Eishockey. Viva Deutschland! Das ist ja furchtbar. Sagen Sie doch bitte noch ein einziges Mal, ich liebe dich auf Russisch. Ja, люблю тебя! Das Spiel ist halt zu Ende, wenn das Spiel zu Ende ist. Wie groß ist denn die Enttäuschung bei Ihnen? Stecken Sie die einfach so weg? Ja, für mich gibt es keine Enttäuschung. Ist bei Ihnen wer gestorben? Ja, manchmal, gerade mit Hans Sach, manchmal war er ja im Studio, mir fällt da eine Szene ein, Fritz. Er konnte ja ein kleiner Albtraum sein. Ja, Zwieder damals und so, ich kann mich erinnern, das war eine denkwürdige Szene. Gut, von den Albträumen kommen wir zu den Träumen oder zu den Wünschen, meine Damen und Herren.